Danke auf Bern, Urs Kilgen. Er hat einen furchtbar schlechten Ruf seit dieser Geschichte mit dem Rotkäppli. Und einen besonders schlechten Ruf hat er im Wallis, der Wolf. Das hat man gerade heute wieder gemerkt. Der Grossrat hat sich mit der Volksinitiative «Für einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere» befasst. Der will, dass der Druck auf einen Wolf zunimmt. Dabei hat das Volk beim Jagdgesetz doch eigentlich Nein gesagt zu mehr Wolfsabschiss. Der Roger Brunner berichtet. Er ist der Vater von der Initiative «Für einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere». Der Guido Walker, Grossrat von der CVP, ist auf dem Weg ins Kantonsparlament. Wallis ohne Grossraubtiere, heisst ihr wollt die Wölfe? Nein, wir wollen nicht die Wölfe ausrotten, wir wollen eine Regulierung von den Wölfen. Weil der Bestand, sobald es Rudelbildung ist, ist ja so, dass es zwischen 20 und 35% jährlich zunimmt. Und das kann ja nicht so weitergehen. Da haben wir permanent überall Wölfe und da haben wir natürlich ein riesiges Problem, auch für den Tourismus. Nicht nur für die Landwirtschaft. Diese Woche entscheidet der Grossrat in Sachen Initiative über die Empfehlung für das Stimmvolk. Heute Morgen war die Eintretensdebatte und da hat das Thema Wolf wieder einmal für hitzige Voten gesorgt. Den Linken und Grünen sind unsere Schafe, Ziegen und Rinder sowas von egal. Und es hat sich euch gezeigt, dass man im Wallis das Resultat der nationalen Abstimmung über das Jagdgesetz vom 27. September noch nicht verdaut hat. Ich habe mir nach der Abstimmung mehr oder weniger ernsthaft überlegt, ein Postulat einzureichen mit dem Inhalt, dass der Staat Wallis jedem der befürwortenden Kantone eines unserer Wolfsrudel schenken soll. Damit wäre unser Problem gelöst und wir hätten keine Risse mehr. Der Wolf. Er beschäftigt das Walliser Kantonsparlament seit Jahren wie kaum ein anderes Thema. Jetzt also mit der Initiative «Für einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere». Und die verlangt Folgendes. Der Staat erlässt Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Beschränkung und Regulierung des Bestands. Die Förderung des Grossraubtierbestands ist verboten. Es geht darum, dass es keine Wölfe im Siedlungsgebiet gibt bei diesem Kanton Wallis. Und das ist sicher die entscheidende Forderung. Alles andere kann man nicht fordern. Ich meine, das ist auf Bundesebene geregelt. Da haben wir leider jetzt mit dem Jagdgesetz keinen Erfolg. Aber wir können es natürlich nur über das Bundesgesetz stellen. Der Wolfsschutz ist im Jagdgesetz auf Bundesebene verankert. Genau darum braucht es die Initiative nicht, sagt die Ratslinke. Was wir machen müssen, das ist richtige Schutzmassnahmen ermöglichen für die Leute, die eben die Schafe haben, für die ganzen Leute, die von dem leben. Und das macht der Kanton nicht, ganz klar nicht. Ich habe ein Postulat deponiert in dem Sinn, wir müssen diesen Leuten helfen. Wir müssen denen finanziell unterstützen, Logistik unterstützen, aber einfach sagen, wir wollen keinen Wolf, wir wollen keine Lynx oder solche Tiere. Das hat keinen Sinn. Oder? Wir sind jetzt nicht mehr in dieser Zeit. Die SP und die Grünen sind mit ihrer Meinung allein geblieben. Mit 105 Ja zu 19 Nein-Stimmen hat sich der Grossrat für die Zeitrate ausgesprochen. Am Donnerstag wird man über die Details der Initiative diskutieren und nächstes Jahr darf die Initiative dann zur Abstimmung kommen. Ich gehe davon aus, dass eine Mehrheit vom Walliser Stimmvolk die Initiative annehmen wird. Die Frage ist aber vielmehr, was bringt die Initiative? Und da muss man schon sagen, eigentlich ist es Nonsens. Der Staatsrat schreibt in seiner Botschaft, ihm sei mehrheitlich tankgebunden durch die Bundesgesetzgebung. Also da hat er nicht mehr viel Spielraum. Und auch die Wolfsgegner hier im Parlament, die wissen genau, viel andere wird sich in der ganzen Situation nicht üben, wo die Initiative wird annehmen. Ihnen geht es aber vielmehr darum, ein Zeichen zu setzen. Man will als Bergler den Städter wieder einmal zeigen, hier ist der Wolf nicht erwünscht. Das sagt unser Wallis.